Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Ödland-Freunde. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und das ist, ja, Fallout 4 mit Next-Gen-Mods auf der PS5 in 4K, Raytracing, Qualitätsmodus. Es geht richtig ab hier, meine Freunde. Aber mich hat jetzt auch der Next-Gen-Teufel ein bisschen besucht in Bezug auf die Mods. Ich musste jetzt mehrere Versuche machen, das Spiel zum Laufen zu kriegen, mehrere Spielstände gestartet, dann konnte ich manchmal nichts mehr tragen, dann war die Mod weg. Ich kann auch gar nicht mehr auf meine Mods zugreifen, was ein bisschen sehr komisch ist. Aber sie sind noch da und das ist ja das Gute. Ich habe Nick auch mal eine feine Bauerrüstung verpasst. Und ich musste auch einen älteren Spielstand laden, also das mit der Wort 88 ist jetzt wieder ein bisschen hinfällig. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir wollen weiter auf die Next-Gen-kleinen Mini-Quests gehen und dann natürlich Nuka World, die letzte Galactic Zone, glaube ich, hieß es, erkunden. Die letzte Region. Funktionsmagazin. Verringert Schaden und verringerte Magazinkapazität. Verändert den Magazintyp zu Fusionszellen. Boah, das ist ja krass. Aber das ist jetzt die Frage. Wenn der Schaden aber weniger wird, der Wert geht aber hoch. Ja, was ist denn da besser? Frage ich euch, meine Freunde. Ich mach's einfach mal. Mal gucken, wie sich das anfühlt dann. Kurzreichweiten, Zielfernrohr, Nachtsicht, nee. Ach, da lassen wir das Standardvisier, oder? Ja. Geil. So, jetzt wollte ich mal an meinen Revolver hier auch nochmal gucken. Weil ich hatte ja, bin im letzten Part ja einen Rang aufgestiegen und habe jetzt hier mal in Revolverheld auch noch einen Punkt reingesteckt. Also Nahkampf und Revolver will ich noch voll machen. So, oh ja, da können wir jetzt nämlich die geilen, den geilen Shit dran bauen. Oh, Schaden 170 mit mächtigem Verschluss. Oh, und hier Rang 5 können wir einen verbesserten Verschluss machen. Aber ich nehme erstmal den mächtigen. Geil, geil, geil. Oh, verlängerter Lauf. Oh, das ist jetzt ein richtiger Ballermann. Ich danke euch, meine lieben Freunde, fürs Einschalten, fürs Liken, fürs Kommentieren. Mein Urlaub ist vorbei. Ich bin wieder für euch da. Ist doch klaro. So, Scharfschützengriff. Was macht der denn? Verbesserte Präzision ist immer gut. Reflexvisier hätte ich eh dran gelassen, weil ich das am geilsten finde. Ja, noch irgendwas Geiles. Ich kann ja mal so die Nahkampfgeschichten mir angucken. Citos. Ach nee, das ist nicht ein Cito seiner. Citos Schläger. Können wir da jetzt schon was besser machen? Dass der stärker wird. Nee, da brauchen wir Rang 3, okay. Gewichtet. Oh. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Aber wer will schon einen pinken oder einen rosa Baseballschläger haben? Also ich nicht, meine Freunde. Gewichtet und gelb. Indigo-Farben. Ja, ich weiß nicht, Leute. Nee, nee, sorry, da... Nee, nee, das geht nicht. So, am Dorstlöscher kann ich ja noch nichts machen. Da könnt ihr mir gerne nochmal, der Scheldorowski, der kann mir doch mal ganz genau schreiben, wo ich da dieses bestimmte Teilchen finde, damit ich den Dorstlöscher in Nuka World noch ein bisschen verbessern kann, weil der sieht ja schon sehr geil aus. So, ich gucke mal... Bei meinem Kniegelenk hier konnte ich auch nichts mehr machen. Das Revolutionsschwert. Ne, Schwert der Wunder war es, genau. Ah ne, da können wir nichts besser machen. Das ist schon ein ganz hoher Mod. Gut. Dann sieht's gut aus. Ihr seht das schon hier. Hier ist mein Freund Nick. Ich will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen.
Ja, das stimmt. Aber das machst du ja trotzdem. Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Ja, einmal frei. So geil. Hier ist nämlich unser Nick. Guckt ihn euch an mit dieser mega geilen Enklaven-Power-Rüstung. Ich konnte jetzt leider nicht farbenmäßig und sowas viel anders machen, weil seit dem Next-Gen-Update ich kann hier meine Power-Rüstung nicht mehr bedienen. Jetzt machen die alten Knochen nicht. Seht ihr das? Ich will hier was verändern. So, und jetzt glitsche ich immer in den Boot rein. Ich habe sie schon umgestellt, ich habe schon alles Mögliche gemacht. Das Einzige, wie ich da rauskomme, ist der Werkstattmodus. Bup. So, wieder zurück. Und dann komme ich wenigstens da raus. Aber ansonsten können wir leider nicht mehr machen. Ist aber jetzt nicht ganz so schlimm, weil die Mods funktionieren noch. Ihr seht, der Mond ist größer. Es ist dunkel. Es fliegen hier ganz viele kleine Partikelchen durch die Luft. Der Wind geht. Es ist grün. Es ist schön. Es ist Fallout 4 auf der PS5. So, jetzt aber weiter im Text. Ich wollte nämlich Echos der Vergangenheit. Erreiche das Feldlager. Genau, da wollen wir hin. Die Soldaten gehören zu einer Gruppe namens Enklave und hatten den Befehl, Jagd auf mich zu machen. Da ich mir einen Teil ihrer Ausrüstung beschafft hatte. Ich bin erst sicher, wenn sie erledigt sind. Zum Glück kenne ich die Position eines ihrer Lager, das ich untersuchen sollte. So, und da will ich hin. Und das machen wir jetzt auch. So, wir reisen hier, damit man uns schön anpirschen kann, können. Zur Autoverschrottung und dann gehen wir da hoch. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht ab. Das hat es zum Glück nicht getan, die letzten Male, als ich hier was probiert habe. Wir sollten in Bewegung bleiben. Hier sind wir echt verwundbar. Ah, da sind wieder Raider am Start. Aber da müssen wir zum Glück auch nicht hin. Wir reisen hier hoch. So, Licht können wir hier ausmachen. Ich brauche nämlich auch noch ein paar andere geile Rüstungsteile. Ich hoffe, wir finden noch so ein paar geile Sachen, dass ich mich noch ein bisschen besser bestücken kann, weil ihr seht's ja, ich habe ja nicht wirklich an meinem Bein habe ich ja so gut wie gar keine Rüstung mehr, außer das eine Teilchen hier. Also so ein bisschen was brauchen wir schon noch. Ich finde, die sieht ja geil aus, weil da bin ich im passenden Look zum Nick. Ich bin der einfache Soldat und Nick ist der richtige sexy Motherfucker. Das sieht aber auch schon geil aus mit dem Nebel hier, oder? Oh, ich höre sie schon rumballern. So, da will ich doch aber gleich auch mal meinen neuen Revolver, meinen geilen Ballermann hier ausprobieren. Ob der hier mit den Schaden noch ein bisschen mithalten kann. So, wo seid ihr? Ein Raider-Veteran mit Bauhelm. Okay, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Wir gehen hier runter. Ach, diese schöne Musik, Leute. Und was auch komisch ist, ihr seht es hier schon, der Nebel ist wieder da. Oh! Was hat der denn für Waffen? Höllenfeuersoldat! Oh. Meine Güte, Leute, der hat uns ja richtig schnell den Chaos gemacht. Ich konnte ja gar nicht reagieren. Ach, du liebes Bisschen, meine Damen und Herren. Also das, ja. Das ist natürlich ganz schön krank. So, wo war das denn? Wo war das denn? Die Autoverschrottung. Ja, jetzt muss ich hier nochmal. War das hier? Ja, da ist das Feldlager. Kommen wir jetzt mal von der anderen Seite ran. Und die hier, die T51. Und die, ach, es gibt noch so geile Powerrüstungen.
Und ich ziehe sie ja selber nicht gerne an, aber das ist cool, wenn Nick die anzieht, dann passt das ja für mich. So, niemand. Hier ist niemand. Lasst euch hier nicht irgendwie. So, hier sind nur die ganzen Raider, mit denen wir mal eh nichts zu tun haben. Okay, ich brauche eindeutig eine bessere Waffe. Da müssen wir schon mal die harten Geschütze hier rausholen, sonst wird das nichts. Wow! Oh, das hört sich verdächtig laut nach Todeskralle an, oder? Ich glaube schon. Aber solange sie uns nichts will, ist doch alles in Ordnung. Ah, oh, sieht das schön aus, Leute. Ich freue mich immer noch. Da ist er. Ja, können wir auch nicht mehr anvisieren. Die Gute. Hat sich erledigt. Wo wird denn hier geballert? Krass, wie da oben der LKW noch auf der Brücke hängt. Dass der nicht runtergerollt ist, die Handbremse ist wahrscheinlich festgerostet von der Bude. Ja, aber ist natürlich was fürs Auge. Jetzt, wenn die Brücke leer wäre. So. Machen wir. Pirschen wir uns mal von hinten ein. Was bist du denn hier für ein Lappen? Oh nein, da sind sie schon! So, okay, einer weniger. Oh mein. Meine Güte, da hinten ist er. Die sind aber auch verdammt stark. So, das können wir eigentlich gleich ausschalten, das Geschütz. Ja. Das Gute ist, Nick ist gut geschützt in seiner Power-Rüstung. Gib mir deine Rüstungsteile. Abgeschlossen. Töte die feindseligen Soldaten. Lies das Terminal. Okay, geil. Plasma-Kartusche. Alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Enklavenmarken nehme ich mit. Oh, geil, Leute. Da habe ich auch jetzt hier bessere Rüstung. Das nehme ich mir mal alles mit. Oh, haben die einen neuen. Was haben die denn für eine Kampfrüstung hier an? Den Helm nehme ich auch mal mit. Die Militäruniform, die sieht so anders aus. Sah die nicht normalerweise immer nur grün aus? Oh, jetzt habe ich sie nackig gemacht. Hat die ein Tattoo auf dem Arm? Nee. Tut mir leid, Madeleine. So ist das Leben, wenn man sich der falschen Gruppierung anschließt. So, ich lege dich mal ins Bettchen. So, ah. Ja, doch nicht so. Genau, schlaf schön, auch wenn deine Beine so ein bisschen, naja, zu verdreht sind. Geil, Leute, geil, geil, geil. Die haben auch einfach wieder einen Brahmin getötet. Das gibt's doch nicht. Plasma-Kartusche. Das nehme ich mir auch noch mal alles mit. Das ist nämlich robust und schwer schon verbessert. So. Machen wir dich auch nackig, wa? So. Juhu. So. Müll beseitigt. Wo ist der große Boy? Hier ist er. Höllenfeuersoldat der Enklave. Brennstoff. Ich nehme einfach mal alles mit. Da haben wir alles nochmal. Könnte es vielleicht nochmal verbessern.
schadet ja nicht, oder? Was haben sie denn hier unten aufgebaut? Ah, sogar ein Stromgenerator. Und hier senden sie irgendwelche Daten, die Schweinehunde. Da unten liegt da noch eine Kiste? Ja. Geile Kisten, die hören sich so an, als wären die luftdicht versiegelt. Wenn man sie aufmacht. Schwarzes Klopapier? Ach nee, das ist der Lasergeschützturm. Gut, dann lesen wir mal das Terminal. Aber erst, hier gibt es auch noch eine Kiste zu looten. Oh, da ist nichts drin. Das ist ja schade. Da unten ist noch... Ah, ja. Her damit. Pulsgranate. So, die Beschaffungsprotokolle. Gott segne Amerika. Obwohl mir die Enklave eigentlich sehr gut gefällt. Also wenn ich mich hier in dem Spiel der Enklave hätte anschließen können, hätte ich es getan. Die fand ich schon immer ein bisschen geiler als die Bruderschaft. So, Beschaffungsprotokolle. Höllenfeuer-Powerrüstung. Gegenstand Höllenfeuer-Powerrüstung. Übersicht. Mehrere Höllenfeuer-Powerrüstungen wurden im Einsatzgebiet gesichtet. Bergung von höchster Wichtigkeit. Zusätzliche Hinweise. Eine hiesige Händlerin, verstorben, hat Berichte bestätigt, dass ein Krawallmacher namens Pyro im Besitz einer Höllenfeuer-Powerrüstung ist. Ja, den haben wir ja beseitigt. Der Raider, der die anhatte. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass Pyro ein Deserteur überfallen und ihm die Rüstung abgenommen hat. Bergungsoperation wird in Kürze beginnen. Ja, das wusste man. Schwerer Hochleistungsofen. Es wurde bestätigt, dass sich schwere Hochleistungsöfen im Einsatzgebiet befinden. Was sind denn Hochleistungsofen? Eine hiesige Händlerin, verstorben, also dieselbe, hat Berichte bestätigt, dass eine fanatische Gruppe namens Geschmiedete im Besitz einer schweren eines schweren Hochleistungsofens ist. Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass ein fehlgeleiteter Soldat, verstorben, seine Waffe gegen Rationen eingetauscht hat. Soldat wurde dementsprechend diszipliniert. Bergungsoperation wird in Kürze beginnen. Ist das die Waffe, mit der er auf uns geschossen hat? Weil die konnte ich ja jetzt leider nicht einsammeln. Hochleistungsofen würde irgendwie passen dazu, weil die so einen fetten, starken Feuerball schießt. Zumindest sah es so aus. Gegenstand Tesla-Kanone. Übersicht, es wurde bestätigt, dass sich Tesla-Kanonen im Einsatzgebiet befinden. Powerrüstung X02, das ist die, die Nick anhat. Ein Deserteur, der ans Commonwealth von Massachusetts geflohen war, befand sich im Besitz einer Rüstung. Der Geheimdienst arbeitet an der Bestimmung des möglichen Verbleibs. Ja, die waren ja damals auch in New Vegas 2 unterwegs, die Enklave. Fand ich mega geil. Und da konnte man aber noch so Sachen kombinieren wie einen Staubmantel mit so einem Helm. Das finde ich eben schade, dass man den Helm nicht separat einfach so aufsetzen kann. Fusionskerne, okay. Zusätzliche Hinweise. Der Geheimdienst hat bestätigt, dass sich im Commonwealth von Massachusetts eine beachtliche Anzahl Fusionskerne befindet. Jeder davon sollte bei Sichtung geborgen werden. Ja, das ist klar, die brauchen sie ja. Oh, was schon da noch? Laut Befehl sind Zivilisten im Besitz von Fusionskernen, von deren Konfiszierung zu eliminieren. Und dem will ich mich anschließen, denkt er jetzt bestimmt. Aber ich finde die irgendwie einfach cool. Keine Ahnung. Ich mag die. Plasma-Kartuschen, Plasma-Waffen. Okay, Befehle. Nur für den befehlshabenden Offizier. Ah. Missionserweisung, Erhalt wertvoller Ausrüstung von nicht autorisierten Personen. Erstens, Lager im Einsatzgebiet errichten und alle 14 Tage vorgesetzten Bericht hinsichtlich beachtenswerter Vorfälle in der Nähe erstatten. Zweitens, Verbleib verschwundener Ausrüstung mittels Aufklärung, Zwangsausübung, Folter oder anderen bekannten effektiven Methoden in Erfahrung bringen. 11b, befragte Bevölkerung nach erfolgreicher Informationsextraktion beseitigen. Nach Identifizierung des Verbleibs von Ausrüstung Bergung einleiten und Zeugen beseitigen. Viertens, nach erfolgreicher Bergung von Ausrüstung mittels
Funkleitfeuer zum Feldhauptquartier zurückkehren. Funkfrequenz auf Terminal beigefügt. Fünftens, geplantes Eintreffen der Ablöseeinheit. Oh, schade, das wissen wir jetzt nicht, wann die Ablöseeinheit kommt. Jetzt laden wir uns mal die ganzen Sequenzen runter. Folge dem Funkleitfeuer der Enklave im leuchtenden Meer. Geil. Da finden wir jetzt die anderen Sachen. Turmsteuerung. Ja, da ist ja eh hinüber der Turm. So, geil. Da haben wir das alles erledigt. What the? Wo kommt das her? Boah, ihr habt es auch gehört, das war ein übler Knall, eine richtig fette Explosion. Wer ist das dort? Das ist eine Karawanenwache. Ah, da unten! Ach nein, das ist Nick. Oh. Draußen gibt es eine Menge Leute, die Hilfe nötig hätten. Ja, das auf jeden Fall. So, dann schauen wir jetzt mal wegen den Funkleitstrahl. Echos der Vergangenheit. Optional. Beginne die Suche am Rand des leuchtenden Meeres. Am Rand des leuchtenden Meeres. Ja, das müssen wir jetzt natürlich machen. Dann suchen wir da gleich mal, Leute. Ah, da brauche ich meinen Anzug wieder, wa? Oh, ist das dunkel hier. Heieieiei. So, wir sind doch hier am Rand. Wo? Scheiße, was war das? Ja, das sind Raider dort oben. Ja. Eindeutig. Solange es nur bei 1 ist, ist es mir eigentlich egal. So, das ist New Covert. Also wir müssen hier einfach suchen am Rand. Hier ist der Krater, also müssten wir einfach mal hier ein bisschen rumlaufen. Oder was? Ist natürlich jetzt blöd, wenn es dunkel ist. Das wird viel schwieriger, irgendwas zu finden. Und da hinten ist ein fetter Sturm im Gange. Ah, Leute, das... wird nicht so einfach, wie wir uns das gedacht haben. Boah. Mein lieber Scholli. Hä? Und die ständige Strahlung macht es natürlich nicht besser. Ja, ich könnte hier natürlich auch mit Powerrüstung hin, aber da habe ich auch ein Problem. Ich trage sie nicht so gerne, das wisst ihr, aber wenn ich in die Powerrüstung reingehe, dann verliere ich komischerweise die Mod, dass ich ganz viel tragen kann. Was natürlich recht schlecht ist. Oh ne, wir sind schon ein bisschen zu weit drin. Ich umkreise wirklich nur den Krater. Sie haben ja gesagt am Rand, also irgendwo hier. Vorhin saßen sie hier unter der Autobahn. Da hatten sie ja Lara aufgeschlagen, vielleicht ja auch hier irgendwo. Es ist aber auch zappenduster hier. Bewegung in Umgebung entdeckt. Oh. Aggressotron. Was macht der denn alleine hier? Oh, 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 oh. Ah, falsche Waffe. Was macht der denn hier? Ja, damit. Ja, auf jeden Fall, Nick. Oh! Skorpion! Mistviecher. So, jetzt sollte ich mich langsam mal ein bisschen heilen. Schätze ich.
Tja, aber hier oben haben wir ja nun wirklich gar nichts. Können uns leider auch keinen Überblick verschaffen. Ein Bettchen wäre eigentlich gut. Weil dann könnten wir erstmal schlafen und warten, bis es heller wird, dass wir ein bisschen mehr sehen. Dort hinten scheint irgendein Lager zu sein. Zumindest ist da Licht an. Was zum Teufel war das? Ah Mist, das sind nur Raider. Die typische Raider-Stimme. Raider Abschau mit guter Rüstung! So, leichte Hunderüstung. Brauchen wir natürlich nicht. Stimpack nehme ich mir mit. Ich bräuchte immer Red Away. Das wäre so das Allerwichtigste für mich hier. Da ich immer mit Powerrüstung nicht so viel am Hut habe, ist das eigentlich das wichtigste Gut für mich, muss ich sagen. Na, fast. Ah. Aber jetzt. Ja. Gleisbolzen, stimmt, da gibt es ja auch noch diese bestimmte Waffe. Da könnt ihr mir auch gerne was in die Kommentare schreiben, wo geile Waffen sich befinden. Oder geil, hier können wir schlafen. Na perfekt. Dann hauen wir uns mal aufs Ohr hier. 6 Stündchen. Der 2.3.2002. Was? Ach Leute, hat die Strahlenkrankheit mich jetzt umgebracht? Oh oh. Das ist natürlich kontraproduktiv. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Da muss ich mir wirklich mein Verhüter-Liedings wieder anziehen. Dann können wir da auch schlafen. Das Blöde ist, jetzt müssen wir da nochmal hin. Wo? Oh mein Gott, was war das denn? Mit der Musik. So, Chemikalienanzug an! Und schon kann uns hier nicht mehr so viel passieren. Jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken, wo war jetzt die Ecke, wo wir hin wollten. Ich will es mir auch jetzt nochmal durchlesen. Beginn mit der Suche am Rand des Leuchtenden Meeres. Folge dem Funkleitfeuer der Enklave im Leuchtenden Meer. Ja, aber... Die Enklave, die unbarmherzig Siedler verhört und Jagd auf mich gemacht hat, operiert vom Leuchtenden Meer aus. Ich muss dem ein Ende setzen, indem ich mich zum Leuchtenden Meer begebe und ihre Funkleitfeuer folge. Ihrem Funkleitfeuer. Ja, aber wo ist ihr Funkleitfeuer? Wie sieht Funkleitfeuer aus? Das ist ja jetzt erstmal die ganz große Frage, oder? So, unser Alien Blaster, den wir umgebaut haben, können wir auch mal testen. Wo ist ihr Funkleitfeuer? So, hier sind wir mittendrin. Meine Güte, Leute. Aber hier ist doch... Aber das wird doch als der Rand des leuchtenden Meeres bezeichnet hier. Dort oben war es ja nicht, aber das ist die Brücke. Da gehen wir natürlich drauf. Ich will erst mal hier drunter gucken. Wo und wie und was? Funkleitfeuer, Leute. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt, aber schwer ist mal, mich hier an dem Bettchen ausruhen bis zum Tage. So, und da können wir gleich mal diese wunderschöne Waffe ausprobieren.
So. Ich weiß doch nicht, was da jetzt so viel anders ist. Macht jetzt so eine Art Gammastrahl, oder? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, nichts vergeuden, nicht wahr? Es hört sich zumindest an wie dieser Gammastrahl. So, ich mache hier mal eine Schnellspeicherung. Da müsste ich mich doch hier theoretisch auch ausruhen können. Mit dem Anzug. Oder sterbe ich da auch? Ich kann mich ja vorher nochmal heilen. Und dann gucken wir einfach nochmal. Das wär's. Genau, die schönen Raketen und die Gleisbolzen. Das nehmen wir natürlich alles gerne mit. So, und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir jetzt hier nicht 6 Stunden nächtigen können. Sonst müssen wir natürlich so weitermachen. Nee, hat funktioniert, sehr schön. Soll der jetzt so bald hell werden? Oh! Geschafft. Psycho, ja, und Red Away 2-mal. Das hilft mir über schwere Zeiten hinweg. Hä? Sag mal. Hat das noch nicht ausgereicht? 6 Uhr am Morgen. Ah, jetzt geht die Sonne auf. Ach, schön. Schön, schön. Ach, und da kann man mal schön übers Ödland blicken. Geil. Ach, nach all der Zeit, wie ich einfach die Mucke auch noch so liebe. So, hier unten war schon mal nichts. Zeigt mir bitte euren Funkleitstrahl. Ah, ich glaube, wenn wir jetzt hier ins leuchtende Meer reingehen, wird eh was anfangen. Obwohl, nee, es geht noch. Ih, nekrotische Gule. Draußen ist was. Ah! Tschüss! Ja! Geil, Level up! Ihr ekligen Schweinegule! So, Erkennungsmarken. Ja, krass! Jetzt sind wir wieder hier im leuchtenden Meer. Hier wollte ich nie wieder hin. Ich mag's hier nämlich nicht. Aber wer mag's schon hier? Hm. Was ist dort hinten? Oh nein! Meine Hassgegner Nummer 1. Nick kann sich um die Kollegen kümmern. Du machst das schon, Nick. Oh, die sind aber auch stark. Tja, wo ist dieser komische Funkleitstrahl? Haben sie sich hier niedergelassen? In der Red Rocket? Die Gaststätte ehemals? Oh! Mist, auch noch die Albino-Variante. Und ich halte nun wirklich nicht viel aus. Ja!
Ah! Ich bin eingekesselt! Leute, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt brauche ich mal schnell eine ganz krasse Waffe. Oh mein Gott, Leute, das ist ja heftig in den Tunneln hier. Da will ich nie wieder rein. Oh nein. Und da ist noch eine riesen Todeskralle. Wow, Leute, das ist heftig. Ja! Oh, hört sich das geil an. Aber die wird ja hier auch geheilt. Sei ruhig! Wow! Oh mein Gott. No! Oh Leute. Oh. Ja, genau, kämpf erstmal gegen die Blutkäfer. Es ist erbarmungslos hier im Ödland. Ah! Was für eine Armada! Ist der auch noch mutiert? Nein, Kopf abgeschlagen. Ich wollte gerade speichern, Leute. Naja, ich werde hier noch ein bisschen weiter suchen, wenn ihr es wisst. Gerne mal ab in die Kommentare damit. Aber es ist ja spannend, wenn wir jetzt hier einfach weiter suchen. Und ich denke, wir können dann bestimmt auch noch eine geile Belohnung finden. Eine geile Waffe oder sonst irgendwas. Das war's erstmal, meine Freunde, mit Fallout 4 auf der PS5 mit Mods im Next-Gen-Update. Macht's gut, ich bin Hafenkönig Dämlich. Ciao!